Daten als ich. Das ist doch. Nein, nicht meinen guten Panzer. Ob stirb. Oh, und jetzt vorwärts. Komm, ich muss. Was ist das? Was zur Hölle? Boah, hat er viel Bierfässer dabei. Konstruktion. Heftige Party kannst du ja machen. Komm, wir müssen weiter. Wir müssen. Was müssen wir denn? Wir müssen irgendwas kaputt machen. Irgendwie macht die Artillerie am wenigsten Schaden, kann das sein? Oh komm, knackt mal diese scheiß Reparaturplattform. Nun knackt sie schon, also. Panzer, macht die Panzer platt. Na komm! Den Turm können wir gleich noch kaputt machen, jetzt können wir den Turm kaputt machen. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich mache ihn halt kaputt. Das ist ein Turm mit einem sich drehenden Radaranlage. Die schauen unsere Pornos. Stopp! 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 Fegt euch! Das ist unfair, von der Seite in die Flanke zu fallen. Und oh, warum? Da vernichtet den Turm. Vielleicht bringt's was gegen die Artillerie. Nein, denn die haben da hinten noch mehr. Nein, die haben gar keine weiteren Türme. Ah, ihr habt keine weiteren Türme. Doch, da oben haben sie noch so einen billigen. Oh mein. Oh Gott, mein Commander ist. Einer meiner Commander ist noch weiter befördert worden. Oh, wie geil. Lass es die Artillerie da unten unternehmen. Übernehmen. Nicht unternehmen. Auf. Wir vernichten euch. Wir müssen als erstes die Artillerie noch ausschalten. Oder. Relativ gesehen wäre das das Vernünftigste. Vernünftig. Ich. Ach, die Flak kann ruhig drauf gehen. Da. Eh nichts, die Flaks. Mal langsam. Wir bauen noch so ein Artillerie-Dings. Dingsbummens. Dahin, da irgend. Fahrt mal da raus. Oh Gott. Wir sind in zwei Wochen da noch nicht hausen. Na komm, knackt das Ding. Komm, ihr habt Raketen, verdammt. Vernichtet die scheiß Artillerie. Artilleration. Na komm, macht's halt endlich platt. Der Kommando ist noch alle am Leben. Ja, und der eine ist viermal. Okay, ich speichere mal, bevor jetzt irgendwas Unangenehmes noch passiert. Push! Die kriegen Verstärkung. 250 Milliarden Einheiten. Ich komme jetzt auf 250 Milliarden. Ha, die Zahl ist schon groß. Ihr kommt da nochmal irgendwann raus. Nein, wir bleiben jetzt da unten für immer und ewig. Und sie schießen mal wieder 20.000 Kilometer vorbei. Hallo? Kann ich euch mal abwählen? Veteran, ich habe einen Veteran. Oh, die Nebengebäude machen sie wieder platt. Ja, genau. Die Nebengebäude, die nicht auf euch schießen. Ja, die müsst ihr... Also ganz doll dringend auf jeden Fall, ne? Na komm, macht's halt endlich. Ist das die einzige Basis, die wir jetzt haben? Nein, oder? Nein. Nein! Ah, da ist doch genug Platz, um zwei oder drei Basen aufzubauen. Oh, ich glaub's einfach nicht. Selbst Raketenbeschuss halten die stand, ey. Raketenbeschuss! Es sind doch nur Cyborgs! Warum sind die nicht schwach gegen Raketen? Das gibt doch gar keinen Sinn. Was sind das für Kampfanzüge, ey? Wenn ich eine Rakete in die Fresse schieße, dann platzt der Anzug einfach auf und... Oh, Artefakt. Gib mir Artefakt. Ja, ich wusste. Na komm, mach das Dümmler noch platt, nimm das Artefakt mit. Artefakt wurde gefunden. Feindliche Basis ausgelöscht. Ah, ja, herrlich. Und jetzt ziehen wir uns mal ein wenig zurück hier. Oh, ich war noch auf 08. 08. Jagt das da noch in die Luft. Schnell. Ja, schön. Ach, und weil man ist so ein Moment. Ich habe hier was zum Erforschen. Was kann ich erforschen? Was? Selbstladende Raketen. Keine Ahnung, was es bringt, aber ich nehm's. Speichern. Ich will meine Commanders nicht verlieren. Nein. Bloß nicht. Oh,
Oh, kommt schon. Oh, dieses blaue Licht. Hübsch. Was ist das? Blaues Licht. Was macht es? Es leuchtet blau. Lustig. Ich bin so lustig heute. Ein Sack voller Wäscheklammern. Oh, macht halt einfach den Düppenblatt. Es ist doch nicht so schwer. Da, Häuser können doch auch anebnen. Was dauert denn da so lang bei Panzern, die aus Stahl sind, statt aus billigen Pappmaché? Nein, Moment, die Amerikaner bauen ja noch Holzhütten. Oh Gott, jetzt muss ich da auch noch auf Basis aufbauen, weil damit ich das verteidigen kann. Ach. Gibt's Erfahrung, wenn ich die Gebäude einäsche? Ach, Wayne. Was ist das? Moment, warum blinkt das so? Blinken die immer so? Oh Gott, ich habe vergessen, was vor 2 Minuten passiert ist. Nein, es steht in der Luft. Es hat auf dem Gebäude geparkt? Nein, es hing an dem Gebäude, würde ich eher sagen. Oder? Keine Ahnung. So, wir fahren jetzt erstmal wieder alle davor. Und müssen wieder ganz viele neue Einheiten zuweisen. Ist es jetzt eine gute Idee, davor zu fahren, das Ding zu befestigen? Nein, ist es nicht, weil da kommt schon wieder der erste Panzer. Und ach, ick dich. Warum habe ich den eigentlich noch nicht weggerissen? Das ist noch so primitiver. Warum reiße ich den nicht weg? Warum mache ich so Sachen? Oh. Was haben wir da? Da haben wir einen Veteran. Was haben wir denn? Der ist Rick. Off. Fickt euch. Fickt euch einfach. Der ist noch nicht einmal befördert. Nein. Was? Soll denn das? Spinnt wohl ein wenig. Oh, ich kann noch mehr Einheiten zuweisen. Ich kann noch mehr zuweisen. Moment, wo war der Befehl zur Rückkehr zwecks Reparatur? Ja, genau. Das machen wir jetzt einfach. Warum ist da weiß? Was ist das? Was ist denn da? Da ist doch nix. Scheiß Minikarre. Die will mich verarschen. Ich glaube, es geht. Du wirst dich nicht reparieren lassen? Abgeschlossen. Oh, oh. Was denn das? Waffenforschung abgeschlossen. Sessel erhöht Nachladerate, erhöht Feuerrate von Raketen. Gilt das auch für Lancer? Lancer sind ja auch Raketen, oder? 12. War es vorher 10 oder so? Oder gilt es nur für Mini-Raketen halt? Keine Ahnung. Ich merke mir die Werte immer nicht. So eine Mist. Gebäude wird angegriffen. Muss ich jetzt. Oh mein Gott. Muss ich das bei jedem Commander befehligen oder. Für welches Gebäude wird denn schon wieder angegriffen? Ich muss da echt noch mehr Flak hinsetzen, ne? 2, 4, 6. 7 Flak reichen nicht aus, um die Flieger aufzuhalten. Hey. Also wenn die Amerikaner solche Waffen im Zweiten Weltkrieg benutzt hätten, hätten wir gewonnen, du. Oh, und ich kann nichts weiter erforschen. Ihr geizigen Arschlöcher, ihr könntet mir ruhig noch 2 geben. Flak, Flak, Flarak. Ich will 88mm Flak. 2 cm Bofors, nein, wie hießen die? Oh, keine Ahnung. Irgendwas, was auf jeden Fall BOOM macht, wenn ich drück. Oder der Schütze drückt. Und ich brauche 4 neue Panzer. Und ich muss den Punkt anders legen. Ich muss den Punkt hier hinlegen. Ich baue noch 2 davon. Und für dich baue ich 2 davon. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist, aber Konstruktion wird schon passen. Abgeschlossen. Man muss das alles genau durchdenken. Das ist auch der Grund, warum ich ständig verliere. Könnte möglich sein. Konstruktion abgeschlossen. Wir haben die Energie, also zeigen her. Moment, warum ist das alte Kraftwerk die ganze Zeit da steht jetzt nicht mehr unter Verwendung, ey?
Hey, das Neue, das hat Ledersitze. Produktion abgeschlossen. Ganz klar, gehen wir dahin. So, das lustige Spiel, finde den richtigen Commander. Konstruktion abgeschlossen. Das war der richtige Was, auf Anhieb den richtigen? Wow, bin ich gut, ich bin so gut. Gruppe 3, meldet! Was da? Was ist denn da schon da los? Gruppe 1, meldet! Oh nein! Rückkehrzweck, ich hab's doch eben erst repariert! Abgeschlossen. Ich kotz gleich. Gruppe 3, meldet! Gruppe 1, meldet! Okay, finde den richtigen Kommando. Nein, das ist der falsche. Das ist. Der richtige ist. Der ist da. Ja! Und der da, habe ich gesagt. Oh, komm. Gruppe 3, meldet! Kein Kommentar. Hey, ich könnte unten noch eine bauen, ich bin so schl. Irgendwo. Da! Komm, stell dich halt da her, komm, sei lieb. Lass dich ja von meiner Artillerie kaputt schießen, oder? Hier, ein Luftballon zum kaputt schießen. Konstruktion abgeschlossen. So, haben wir noch was zum Reparieren. Ich könnte auch mal das Loch in meiner Verteidigung hier schließen, oder? Ach, Ivo. Die Wagen ist edelt, mich anzugreifen. Du willst ihn nicht mal reparieren lassen? Hm. Sieht schlecht aus, ne? Ach, wozu denn? Wir haben es ja nicht eilig. Wir haben noch eineinhalb Stunden Zeit, dann muss man. Da kann man sich ja wenig Zeit lassen. Mal kratzen. Die Reifen nochmal schnell neu temperieren. Temperieren. Ich temperiere Reifen, ja. Genau. Ja. Denn wie wir alle wissen, müssen Reifen abgeschlossen. Eine Idealtemperatur von 32,7 Grad haben. Puh, die Dinger reparieren so lahm. Was machst du da jetzt? Konstruktion abgeschlossen. Wartest du auf mich, oder? Naja. Wollen wir mal nicht so sein und kommen mal vorbei. Diese Krater, die sind echt...